Moin Leute und willkommen zu einem Special Video. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Heute wollen wir mal über die Clans sprechen und ich kenne natürlich ein paar Clan-Lieder und möchte euch einfach mal was zu den folgenden Clans sagen. Achtung, dafür bitte weg. Fangen wir mal mit einem sehr unbeliebten Clan an. Da hatten wir zum Beispiel die Hamburger C4 Tiger. Die Hamburger C4 Tiger sind vor gut, weiß nicht, so ungefähr vor 3-4 Jahren entstanden und der Leader ist Snipe Hunter 84. Der Clan, denke ich mal, kennen viele, die einen eigenen Clan besitzen. Der Clan wird auch gerne als Camper Clan benutzt. Noch ein paar Daten zu Snipe Hunter 84. Der ist nicht arbeitslos, wie viele denken. Die Gerüchteküche kann ich endlich mal aufräumen. Und zwar Snipe Hunter 84 hatten, ich würde sagen, einen soliden Job als Apothekenfachkraft, also der arbeitet in einer Apotheke. Hätte man nie geglaubt, ist aber so, Leute. Jo, dann kommen wir mal zu einem anderen Clan. Da hätten wir zum Beispiel Libanon Elite. Libanon Elite ist ein Clan aus verschiedenen Herkünften, wie zum Beispiel Spanier, Libanesen, Türken, Deutsche, Afghanen, Iraner, was weiß ich, alles Multikulti, wobei Multikulti ein Schimpfwort in meinen Augen ist, alles verschiedene Länder halt eben. Und das passt einfach, da gibt es zwar auch Raufereien in dem Clan, aber ja, das ist halt so. Der Leader ist der Agent 007 Modern Warfare und ist ein richtig cooler Typ. Erstmal, wenn du das siehst, moin moin. Dann gibt es natürlich noch die Hamburger Hänger. Ich denke mal, die Hamburger Hänger ist bei jedem ein Begriff, ein selbstständiger Begriff. Die Hamburger Hänger werden natürlich mit Alberto in Verbindung gebracht, Salvatore San, Rio San, vielleicht auch noch Ram CODE. Ihr wisst, ich habe schon mit diesem Typen Ram CODE ein Video gemacht. Ja, die Hamburger Hänger haben sogar einige Regeln. Man muss halt in der Nähe aus Hamburg kommen, soweit ich weiß, um bei den Hamburger Hänger beizutreten, wobei Salvatore San ja in der Nähe von Stuttgart herkommt, aber trotzdem ein Hamburger Hänger ist. Jo, dann gibt es halt noch den SBH-Clan, mit dem habe ich auch schon gezockt, habe ich auch schon ein Video gemacht. Jo, über den weiß ich jetzt zwar nicht viel, aber sind auch coole und nette Leute. Und ja, ich sag einfach mal wieder Ciao, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Basiswissen mitgenommen über ein paar Clans. Und ich sag nur mal wieder See you later, Alligator, euer YouTube Gamescom. Bis dann, ciao!